Kennst du es, dass wir manchmal Menschen, wir grübeln manchmal, also dass du in Gedanken dich mit irgendwas beschäftigst und hier und da und was passiert, wenn dieses ist und jenes und was könnte da passieren und so weiter. Und ich nenne das ja gerne den inneren Schweinehund, den Günther, oder man kann das auch so das innere Geplapper oder das innere Selbstgespräch nennen. Und das ist mitunter sehr, sehr lästig, weil das ist so eine Gedankenspirale, die stattfindet, ob du willst oder nicht. Und dann kommt ein Grübelgedanke nach dem anderen und du bist sofort bei, wenn dies passiert, dann jenes und pipapo oder so ein ständiges inneres Bewerten. Also das ist so, das ist gut, das ist schlecht, das ist richtig, das ist falsch. Und faszinierend ist, dass dieses innere Geplapper häufig ein Zeichen dafür ist, dass du dich im Leben unterforderst. Jawohl, warum? Weil, wenn du dich einer Sache ganz hingibst, also wenn du ganz beschäftigt bist mit etwas, dann hast du wahrscheinlich schon mal festgestellt, dass du dann eben nicht dieses innere Geplapper hast, weil dein Hirn schlichtweg mit anderen Themen beschäftigt ist. Also wenn du dich einer Sache hingibst, die dich in einer Weise fordert, dass du es eben nicht automatisch einfach so runterspulst, dann hält dein Hirn die Klappe sozusagen. Das kennst du vielleicht von Alltagssituationen, wenn du irgendwie in Gedanken bist und dann musst du auf die Straße achten oder jemand spricht dich an, dann ist dieses innere Geplapper plötzlich weg. Oder das kennst du vielleicht, wenn du bestimmte Sportarten machst, also wenn du Tennis spielst oder wenn du irgendwie Fußball spielst und du denkst dir, boah, diese Stunde Kicken, das ist wie so eine mentale Pause. Warum? Natürlich, weil du auf den Ball achtest und auf den Gegner, ja? Und deswegen ist eigentlich dieser Zustand, sich mit einem Thema zu beschäftigen, welches einem wirklich wichtig ist. Also ein Thema, was einem wichtig ist, was einen interessiert und was einen auch so ein bisschen fordert. Dieser Zustand ist mit das Schönste, was du im Leben erreichen kannst. Dass du nämlich nicht einfach mal so vor dich hin lebst und dich nicht forderst, weil du genau in diesen Situationen das ganze innere Geplapper ständig hörst. Wenn du aber etwas machst, was einigermaßen anstrengend ist, wo du dich wirklich konzentrieren musst, dann verstummt dieses innere Geplapper und dann geht's dir gut. Das heißt also, wenn du viel grübelst, wenn du dir viele Gedanken machst, dann kann das ein Zeichen dafür sein, dass du schlichtweg ein zu langweiliges Leben führst, dass du schlichtweg zu wenig ins Handeln kommst, dass du schlichtweg nicht das machst, was dich tatsächlich fordert, dass du dadurch systematisch unter deinen Möglichkeiten bleibst und dir dadurch einfach verdammt viel von deinem Leben wegnimmst, also verdammt viel Lebensqualität, verdammt viel Glück wegnimmst, weil du nicht mehr im Moment leben kannst, sondern du ständig in Gedanken damit beschäftigt bist, was wäre hier, was wäre da, und du dich unterm Strich einfach unglücklich denkst. Also, denk nicht so viel, mach was!